So. Ein Stündchen machen wir heute. Mein Gott, Moment. So, jetzt. Eine Stunde machen wir heute und dann geht's zu Apex weiter. Dino von Twitch, der Boss ist da. Die geile Sau. Und wie ist es dir? Wir waren auf Schatzsuche, ne? Soweit ich mich erinnere. Ja, das waren wir. Was ist das? Ein Höhlenpilz, ja, ist besser als was anderes, ein anderer Pilz. Ja, mir geht's auch soweit gut. Ja. Ich habe jetzt bis Mittwoch ein bisschen Urlaub, also einschließlich Mittwoch. Dann noch mal im Herbst. Da werde ich wahrscheinlich auch, ich glaube, 2 Wochen lang halt keine Streams machen, denke ich mal, aller Voraussicht nach. Da werde ich aber noch früh genug Bescheid sagen. So, Taschendiebstahl. Wenn du verhaftet und durchsucht wirst, verbleiben einige gestohlene Gegenstände in deinem Inventar. Wenn dich jemand ein bisschen mag und beim Taschendiebstahl erwischt, wird diese Person dir keine Wache auf den Hals setzen. Dein Ruf wird allerdings trotzdem runter leiden. Was? Mit Felix Pubs eingespielt. Jetzt gleich mache ich Rang und dann nach Kingdom Come mit euch ranken. Ja, nice. 40 Sekunden Werbung. Geil. Hallo Felix. Auch schön, dich zu sehen. Ja, ich bin halt immer noch Bronze, ne? Ich hab, seit ich gestern mit Felix gespielt habe, habe ich nicht mehr gespielt. Weil das war mir wieder zu schwitzig und da hatte ich keinen Bock. Ohne richtige Mates, weißt du, hatte ich da sowieso keinen Bock drauf. Mit den ganzen Randys. Naja. Beim Taschendiebstahl bewegt sich der Zeiger im Inventar des Opfers doppelt so schnell. Enthüllt sofort einen Gegenstand im Inventar des. Oh. Enthüllt die Werte von der Hälfte der Gegenstände. Also entweder einen Gegenstand oder die Hälfte, oder was? Ritiel. Ja, dann eher das. Hey. So, wir waren auf Schatzsuche letzte Mal. Da werden wir natürlich jetzt weitermachen. Die Stunde, die wir jetzt noch haben. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja, das haben wir gemacht, auf jeden Fall. Ich bin sehr überladen. Ich würde erstmal sagen, ich verkaufe die ganzen Sachen. Weil das ist ja schon, ne? Also ich meine, einiges. Warhouse Panzerhandschuhe.
Oh, ich glaube, ich nehme die ganzen Warhouse-Sachen. Das sieht ganz geil aus. Gibt's auch den Warhorse-Helm? Ach ja, den habe ich ja. Ja, ich glaube, den habe ich sogar vercheckt. Legende eingelöst wegen gestern. Hä? Was war denn gestern? Ich hab nicht gestreamt, das zählt nicht. Welle Waffe. Und was für eine Waffe jetzt? HV? WTH? Was ist denn hier? Hä? Du hast einmal Waffe wählen ausgelöst, eingelöst. Das checke ich jetzt gerade nicht. Das Offstream zählt nicht, ne. Ich habe ja auch gesagt, Offstream zählt nie, weil immer, das gilt, dieser Wraith-Monat gilt nur, wenn ich streame. Offstream zählt das nicht. Ist ja auch irgendwo logisch. Oder nicht? Also ich meine, ich finde das logisch. Ja, sorry Felix, aber ne? Da hoffe ich schon auf deine Logik. Es tut mir leid. Ja, es geht nur darum, ja, richtig, es geht nur, ja, Boss hat recht, es geht nur darum, dass ihr mich leiden seht. Wieso soll ich denn privat leiden? Also ich meine, hallo? Also ein bisschen Würde habe ich auch schon noch, ne? Ich meine, hast du die jetzt echt umsonst ausgegeben? Ja, nice. Dabei leiden wir mit, ja, komm, ist gut. Da, den kannst du stecken lassen. Ach, die 500 Punkte, oder was war da, 1000 Punkte. Die kriegst du ganz schnell wieder rein. Und ich weiß jetzt nicht, was du gerade, du hast Waffe wählen, hast du ausgewählt. Und Landeort hast du auch. Landeort hast du gewählt, du hast, Apex-Waffe. War das jetzt alles wegen gestern? Oder was meinst du jetzt? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich krieg auch 1000 bis 2000 K pro... Habe ich jetzt gerade 2000 Punkte K? Egal. Jetzt leide ich. Ja. Hey, dann verstehe ich das nicht. Wieso wählst du dann Landeort... Und Waffe, das zählt doch gar nicht zum Wraith-Monat dazu. Dulli. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Bevor ich jetzt hier eine Stunde mit darüber diskutiere, machen wir hier weiter. Wo? Ach ja, stimmt, wir wollen ja die Sachen verkaufen. Wo ist mein Pferd? Hier ist mein Pferd. Ich denke, weil ja nicht 100 Mal die Charakter auswählen. Ja, stimmt. Okay. Ja, okay. Ne, dann. Ach, die 1000 Punkte, die. Oder die 1500, die kriegst du wieder. Schnell rein. Ich kann dir jetzt leider keine geben, weil das ist nicht möglich. Ich würde dir ja gerne wieder welche wiedergeben, aber das funktioniert leider nicht. So, wir holen jetzt nochmal die Sachen, die ich da letztens vergessen habe. Ey, sind die weit? Warte mal. Oh, ein bisschen müssen wir. Ein bisschen müssen wir da hinreiten.
Ja. Geht weg. Haut ab. Galoppa. Durch die Wälder. Ach, dem Weg können wir also folgen. Ups, jetzt habe ich einen angereitet. Wie auch immer das geht. Ja, aber das geht ja. Felix. Also da musste ich echt jetzt gerade ein bisschen an deiner Logik appellieren. Oh, Moment. Wir haben ja eine Blutspur. Und hier ist ein Weg. Das ist aber ein ganz komischer Weg. Oh, wir haben ja schon wieder Blut. Wir haben ja eine komische Spur aus Ästen oder Tannenästen oder irgendwie sowas. Okay. Hä? Wo soll ich jetzt lang? Ah, hier weiter. Hier ist wieder eine Stubutbur. Hey! Das nennst du kämpfen? For real? Du bist tot. Scheiß Göter. Hallo, darf ich auch noch? Die kleinen dreckigen Säue. Es tut mir leid. Was war das? Oh. Okay. Wenn du bezahlst, kannst du gehen. So sei es. Scheiß Bandit. Wer ist da? Du wollt schon wieder kämpfen? Alter, ich hätte die abmurksen müssen. Was zum Teufel? Doch abgewehrt. Was? Wir haben gleichzeitig angegriffen. Ich habe keine Ahnung, was das wieder war. Das ist doch der. Leck mich doch! Nee, lieber nicht. Ich reiß dich nieder, du kleine Sau! Okay, der Typ mit dem Schild ist am schwierigsten.
Schön getreten. Hey, Heinrich. Oh. Nice. Gnadenstoß, komm. Wir töten den. Bäm, einmal drauf getreten. Not bad. So, 55. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, wer mich einfach so angreift, der muss leiden. Ganz einfach. Das geht gar nicht anders, Leute. Das geht überhaupt nicht anders. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen. Da. Was gibt es denn hier? Was ist das hier? Ist da jemand? Ach, schon wieder einer. Ja, das ist doch der eine. Du bist zur falschen Zeit. Nee, falschen das ist ein anderer. Kannst nichts, komm. Wieder geflogen ist. Ah, schön. Alright, gut. Ich wollte da nur auf Schatzsuche gehen, Leute. Das gibt's doch nicht. Ja, die Pfeile nehmen wir auch noch mit. Die sind ganz geil. So. Ich bekomme eins auf den Rüsseln, ja. Was ist das für ein Game? Ich kann dir gerne eine Kurzform darüber geben, Felix, wenn dich das interessiert. Moment. Voll eins auf den Dötz. Was? Hab einen in meiner Runde, der heißt Sheku. Nein, ich bin nicht mit dem verwandt. 160p. Das macht mich irgendwie geil. Nee, nehme ich nicht. Okay, er hat Werbung, dann erkläre ich das gleich. So. Ach, den haben wir schon, ne? Ja. Dann gucken wir uns jetzt mal weiter um. Vielleicht haben die hier ja noch... Oh. Oh, Moment. Pfeile. Pfeile sind im Moment sehr wichtig. Aber sonst habt ihr ja auch irgendwo eine Kiste oder so? Ja, da. Hui. Die ganzen Kelche können wir alle verkaufen. Hui. Sehr gut. Schön. Könnte ein glatter Schatz sein. Wein vergiften? Nee, den wollen wir nicht vergiften. Den brauchen wir auch nicht vergiften. Standbild in der Werbung. Geil. Ist ja schön. So, was sagt unsere Sattheit? 55. Da schlemmen wir ein bisschen. Ja, 80. 80 passt. Ja, wir gehen jetzt auch direkt weiter. Wir haben uns hier alles angeguckt. Aber mich würde interessieren, ob das jetzt wirklich diese Spur war. Oh Gott, ich kann nicht mal laufen. Kann nur gehen. Ja, ich denke mal, das war die Spur. Wenn ich jetzt noch nicht mal reiten kann gleich. Nochmal 40 Sekunden Werbung. Hinterher, oh Gott. Ja, Boss, gleich kommt Hilfe. Ja. So, wir reiten jetzt nochmal zu dem einen Schatz, wo wir letzte Woche waren.
Weil wir dann nicht vergessen haben, die Sachen wieder einzustecken. Ja. Galoppa, Galoppa, Galoppa. Oh, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Ja. Hoppala. Alright. Genau hier war das. Ich komme gerade auch merkwürdig viel Werbung. Ich kann es euch nicht sagen. Was machen Sachen? Wo waren wir denn hier hoch? Da. Warhorse Helm, genau. Hey, wo ist der denn jetzt hin? Da. Boah, Haushelm. Das ist halt blöd. Die ganzen anderen Sachen können wir verkaufen. Wenn die überhaupt einer haben will. Diese edlen Stiefel. Ich weiß ja nicht. Warte mal. Dann hatte die roten an. Ja, nee, dann. Nee, 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 nee. Was war das so? Komm her, Pferdchen. Hä? What the fuck? Was machst du da? Macht es dir Spaß? Komisches Pferd. Okay, das nächste Ziel. Ich sag ehrlich, diese Packet Losts machen so wenig Spaß, dass ich am Überlegen bin, einfach erst nächste Woche oder weiter. Quatsch. Mensch, Boss, jetzt warte doch mal ab. Kannst du immer noch nachher sagen. Ach ja, wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Da. Okay. Was ist das? Ist das Ratai? Da steht auch kein Name. Oh Gott. Da ist auf jeden Fall ein... eine Brücke? Dann ist das ein Jäger da oben?
Das ist jetzt natürlich kacke, da steht kein Name bei. Ich guck mal lieber noch mal auf die Karte. Also auf die richtige. Es könnte tatsächlich bei Thalmberg sein. Was ich aber nicht glaube. Oh, ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Scheißkarte. Da ist eine Brücke. Das könnte aber auch Rattei sein. Warte mal. Da ist ein Jäger. Das ist... Ist das Rattei? Da ist eine Brücke. Ja, aber die Brücke ist ja... Verstehe wieder null. Was ist hier los? Oh nein. Ich muss erstmal wegreiten. Ja. Juicy. Ja. Ich würde gern hier weg. Wieso liegt hier Fisch? Lol. Ja. Du hast schon wieder Werbung? Das muss ich gleich mal nachschauen. Sekunden, ich muss mal eben nachschauen, wo denn jetzt dieser scheiß Schatz ist. Kingdom Deliverance. Uralte Karte 5. So, wait. Das ist bei Scarlet's. Das ist bei Scarlet's? Das kann nicht sein. Bei Scarlet's. Das ist bei Scarlet's. Tatsache. Irgendwo hier oben. Ach du Scheiße. Ja, ja, jetzt können wir weit reiten, Leute. Ja, moin. Was das ist, kann auch daran liegen, dass mein WLAN abkackt und der Stream jedes Mal neu startet. Ja, bei jedem Stream Neustart kommt echt Werbung, ja. So, und da wir zu überfüllt sind, um nach Scarlet's mit Schnellreise zu sag ich jetzt mal, zu reiten, zu fahren, wollte ich gerade sagen, müssen wir jetzt irgendwie die Sachen verkaufen. Ja, schauen wir mal. Mal schauen. Mir wird schon irgendwie was einfallen, um nach Scarlet's zu kommen. Hier ist schon wieder ein Nest. Das Nest gucken wir uns jetzt auch an. Auch wenn ich nicht rennen kann, weil ich zu voll bin. Wo ist das Nest? Da. Komm her, Schnuckelchen.
Ich hoffe, du hast Geld bei dir. Oh. Oh, Dietrich. Nee. Hallo. Dietriche. Oder nur einer. Hallo, Mommy. Hola, Chica. Hola, Chica. Kannst du das Pferd töten? Ja, aber das will ich nicht. Warum soll ich ein Pferd töten? Ich brauche das Pferd. Natürlich kann ich Pferde töten. Mir geht's gut, und dir? Ich töte doch keine Pferde, also. Ja. So. Was für eine Welt lebst du bitte? Genau, die Richtung müssen wir. Wir müssen nach Rattay. Mal schauen, ob wir irgendwie unsere Rüstungen und so verkaufen können. Ja, irgendwie muss doch jemand Geld dafür haben. Ganz gut, nur viel zu heiß. Das stimmt, da hast du recht. Nein, ich töte keine Pferde. Also zumindest nicht mein Pferd. Ich brauch das ja noch, weil... Weißt du, wie teuer hier in diesem Spiel ein Pferd ist? Das Geld sehe ich niemals wieder. So, mal gucken, ob der Müller irgendwie meine Sachen verkaufen kann. Oder eher gesagt, kaufen wird. Komm her. Oh, jetzt geht er erstmal raus. Nein, ich will nicht wetten. Was war das denn? Gott sei mit dir. Er wollte fliegen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitz. Ja, lass mal gucken. Ach, der verkauft tatsächlich. Lol. Oh je, so viel Geld hat er gar nicht. Das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Ja, das können wir auch verkaufen. Das verkaufen wir auch. Ja, warum denn nicht? Ja, warum nicht? Das auch noch. So viel Geld hat er gar nicht. Lol, dann müssen wir nochmal auf den Warenkorb. Oh Gott. Dann stecke ich das wieder ein. Dafür verkaufe ich dann was anderes. Der hat genau 1200k, genau. 1200 Geld. Was habe ich denn? Ja, die zwei Ringe hier noch. Ja. Das hier noch. Eventuell. Die Kette. 1100 haben wir jetzt. Boah. Sonst habe ich hier eigentlich nichts mehr, ne? Also ich meine, ein paar Pfeile kann ich noch verkaufen, aber den hier, den Kriegshammer mit Dornen, wobei der ist eigentlich ganz geil. Egal, weg damit. Noch ein schwerer Kriegshammer und dann sind wir schon drüber. Ja, nicht so geil, nicht so geil, nicht so geil. War, ne? Mach mal so. Geil. Jetzt haben wir tatsächlich echt viel Geld gemacht. Wie viel haben wir denn jetzt? Wo steht's? Geld? Wo bist du? Ich habe dich, ach ja, die Kelche. Oh, muss ich gucken, wo ich die verkaufe. Da muss ich schauen. Wo ist das Geld? Wo ist mein Geld hin? Das ist... Bei Sonstiges ist das, genau. Hä? Mein Geld, Alter. 9700, okay. Ja, das ist immer noch nicht genug für die eine Mission. Für den DLC, aber ey. Gehen wir mal nochmal gucken bei Rattay. Ja. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie was verkaufen können. Ja, okay, komm. Heinrich hatte schon lange keinen Beischlaf mehr. Er hat's wieder nötig. Moment.
Ja, warum nicht? Gott sei mit dir, werter Ritter. Kann Moment. Ich behilflich sein? Aber so Pferdegulasch schon schmackhaft. Nee. Ih, was habt ihr denn für... Was seid ihr denn für Leute? Kann man da Sahne draus machen? Ih, alle essen... alle essen Lasagne, außer Ronny, der mag keinen Pony. Also ich würde keine Sekunde warten für Lasagne. Lasagne schon, aber doch nicht mit Pferd. Ihhh. Rude. Komm mal, Rude Boy, Boy. Ja, zieh die Jause. Okay, aber lass den Helm auf. Ja, ihr werdet jetzt gleich etwas hören, ja. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Aber erstmal gucken wir, ob die irgendwie was hat für uns. Marathon? Ein Fertigkeitsbuch zum Thema Vitalität. Das könnten wir kaufen. Aber das... Nee, lieber nicht. Nee. Eigentlich hat die gar nichts. Aqua Vitalis ist eigentlich ganz geil. Nazarus Elixier, genau. Oh, das ist teuer. 119. Ihr habt nichts gesehen. Retterschnaps ist auch sehr wichtig. Ja. Porn. Der Mittelalter-Porn. Ja, leider sieht man nichts, sondern man hört's nur. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Und was darf sein? Ist das unter 18 okay? Man sieht ja nichts, man hört ja nur. Also ich meine, es kann ja auch irgendwie, was weiß ich, irgendeine gute Freundin, leider sagt er. Was denn, Mummi? Mein Gott. Denke, da siehst du nichts. Ja. Sowas, also es gab in diesem, also in der Story gab es eine Szene, also eine Cutscene, sag ich jetzt mal, wo du es gesehen hast. Ich wurde aber auch nicht benachrichtigt von Twitch oder so. Also ich denke mal, das haben die durchgehen lassen. Auch auf YouTube, wo man das alles übrigens nachsehen kann. Habe ich auch soweit nichts irgendwie, keine Meldungen gehört oder gesehen. Also eigentlich, also es gab Nacktheiten in dem Spiel, ja, mein Gott. Das hast du aber, ich glaube, in den meisten modernen Mittelalter-Spielen, ja. Modern und Mittelalter sollte ich vielleicht nicht zusammenpacken, weil das passt nicht gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch nicht Witcher. Witcher, also. Das ist das nächste Spiel, was ich spiele, weißt du? Ich möchte mich rasieren lassen. Moment. Wait a minute. Man kann denen andere Frisuren geben? Ja, what the hell? Das zerstört jetzt gerade alles. Das habe ich noch nie gewusst. Ja, what? Einen Kessenunterschnitt. Nee, das sieht ja aus wie... Nee. Lieber nicht. Ja. Das... nee. Ein bisschen wie ein Mann aus östlichen Landen. Ja. Ja. Lieber nicht. Gucken wir mal weiter. Das lieber nicht hören wir jetzt öfters. Nico lernt das Spiel. Setz den Helm auf. Nein. Eine Glatze. Nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Wie ein Muttersöhnchen. Jetzt, Leute. Achtung. Ach so. Du hast dich schon auf. Ja, genau. Lieber nicht.
Du hast doch schon längst die Frisur, Bruder. Ich glaube, ich spinne, Alter. Kein Wunder hatte er seit einer Weile keine mehr. Wie ein Muttersöhnchen. Okay. Who cares? Aber, ey, komm, aber diese Glatze war ja echt schrecklich. Also, wie ein Muttersöhnchen. Okay, sorry. Das Muttersöhnchen Heinrich. Aber hier, der hier. Ich weiß ja nicht, ne? Vielleicht noch einen anderen Bartschnitt, also ich weiß ja nicht. Ah, ist lustig. Okay, komm. Ich nehme ihn. Danke dir. Weiß zwar nicht, wie man. Du wirst es nicht bereuen. Wie man das schneiden kann, aber okay. Machen. Ja, jetzt gucken wir uns noch die Bartstimulierung an, sage ich jetzt mal. Stimulierung. Ich möchte. Ja, ich will auch rasieren. Wie ein Würdenträger. Nein. Nee, das. Das passt gar nicht. Lieber nicht. Das passt nicht. Wie ein Minnesänger. Ja, das passt eigentlich schon zu dem. Zu der Frisur. Lieber nicht. Mein Internet kackt ab. Ja, kenne ich. Wie ein böhmischer Herzog. Okay. Ja. Lieber nicht. Lieber nicht. Schön, dass ich jetzt erst drauf komme. Wie ein gestandener Holzfäller. Oha. Das würde auch zur Frisur passen, ne? Ja, und das andere ist wahrscheinlich wie ein eleganter Mann von Welt. Das ist wahrscheinlich das, ja. Das ist genau das gleiche. Okay, ich würde sagen, der gestandene Holzfäller. Ja. Oder? Mommy, was meinst du? Ja, egal. Scheiß drauf. Wir nehmen die. Ich nehme ihn. Danke dir. Ich weiß zwar nicht, wie man das schneiden kann, aber okay. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. So, und jetzt nehmen wir die richtigen Ansprüche, also die, ne? Was hättest du denn? Die Dienste in Anspruch. Moment. Wo ist es? Da. Ich hätte gerne, ich lasse euch jetzt mal mit den Geräuschen allein. Du wirst es nicht bereuen. Auf Wiedersehen. War zwar kurz, aber naja. Die Zubatieren werden einen neuen Menschen aus dir machen. Ja, das glaube ich. Aber es war halt im Mittelalter wirklich so, ne? Das, ja. Wenn ich jetzt rüber zu, gehe zu, wie heißt sie noch? Theresa? The fuck? What the fuck? Ja, das hättest du vorher machen sollen. Wir wollen noch Sachen verkaufen. Ja. Der kauft uns das nicht ab, oder? Gott segne. Ja, ja. Alles Gute. Doch. Doch, tatsächlich.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber er hat nicht viel Geld. Der hat nicht viel Geld. Ja, ich glaube, das können wir uns abschminken hier, die ganzen... Die haben wir ja schon gemacht. Das können wir uns natürlich... Das auch. Die Schaufeln. Na. So, als nächstes nehmen wir uns diese Dinger hier vor. Aber das war's, ne? Wildschweinhauer, ja. Schrumpfwürfel, einer der wenigen ordentlichen gezinkten Würfel, natürlich zugunsten seines Besitzers. Ja, aber sonst gibt's hier doch der Kelch. Nochmal ein Kelch. Hasenpelz. Woher der auch immer kommt. Boah, wir haben... Warte, wir haben 72 Dietriche. Nee, 74 Dietriche. Oha. Ne, 84. Boah, 84 Dietriche. Lecco mio. Okay, das war's eigentlich. Oder hat der noch irgendwas? Kann man dich auch kaufen für eine Nacht? Aber klar doch. Was denkst du, Alter? Ah, nee. Das fragt der Bus mich jedes Mal. Aber, ich muss euch da enttäuschen. Also, wenn ihr Frauen wärt, dann wäre das was anderes. Also, Momi kann, ne? Du weißt schon. Lassen wir das. So, jetzt gehen wir gucken, ob wir irgendwie Sachen reparieren können. Ich will hier rein, hallo. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Reparatur. Dieser Handwerker kann einen so schwer beschädigten Gegenstand nicht reparieren. Das ist traurig. Alright, gehen wir mal weiter gucken. Brot, Brot. Ich will kein Brot. Ich will kein Brot. Was benötigst du? Übung? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, 60. Pass gut auf. 60 ist ja nix. Bitte zeig. Ich überspringe das mal eben. Geht das? Gut. Es geht tatsächlich. Damit es ein bisschen schneller geht. Ups, zu schnell gedrückt. Selbstverständlich. Ich zuerst muss. Nein, das geht also bis dahin nicht. Ich. Alright. So. Jetzt haben wir eigentlich alles verbessert, bis auf die Waffen. Wobei. Die haben eigentlich schon verbessert, oder? Also repariert. Ja. Die haben wir tatsächlich repariert, ja. Aber vielleicht kauft er mir ja was ab. Warte mal, da gehe ich nochmal zurück, ja. Der gute Mann kann mich, kann doch sicherlich irgendwie... Das hier gebrauchen oder das hier gebrauchen. Oh, es ist wieder zu. Es ist wieder zu teuer.
Er hat nur 2K. Was ist damit? Ja, das nimmt er. Das nimmt der. Nee. Doch. Doch, 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 doch. Bam, Ranked Win. 10 Kills oder so. Ja, und wie viele. Wie viele Punkte hast du jetzt gekriegt? Irgendwie was anderes hier? Ne, er kauft mir nur die Dinger ab hier, die Rüstungen, aber das geht ja noch. Warte mal, was habe ich da? Armschienen. Ich brauche Armschienen. So, ich habe 11 für Armschienen. Schulterplatten. Armschienen. Brigantenbeinlinge. Nee. Hast du kein Armschienen da? Nee, Schulterplatten. Ja, ist ja eigentlich das gleiche, oder? Nee, Armschienen sind unten. Oder? Bin ich jetzt blöd, Alter? Ich will Armschienen haben. Habt ihr keine Armschienen? Schulterplatten. Boah, 2,2K. Das ist echt ein bisschen viel. Kompositbeinlinge. Nee. Ich will Armschienen haben. Dann laufe ich halt weiter mit diesen Scheiß. Wait. Mit diesen Scheiß Kuman-Sachen rum. Und Packet Lost. Komme back. 900. Was? 910 Punkte? 200 für Platz, 407 für I don't know und 353 durch Kills. Okay, das ist echt scheiße viel. Ah, da werden wir gleich schön aufsteigen. So. Jetzt können wir nach Skarditz. Da werden wir uns noch den Schatz krallen irgendwie, wenn das noch reinpasst in die Folge hier. Dam 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 da 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 dam 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 da. Joa, geht, die Points sind diese Season weniger wert. Ja, das kommt ja auch nur wegen den ganzen scheiß Campern. Da man ja auch zum Beispiel minus 50 Punkte bekommt. Ja, ab dir wird es sowieso schwieriger. Ne? Ab dir kriegst du 75. Ach, geht das nicht noch schneller? Das wäre so schön. Merhoyet. Was? Wir sind erst in Merhoyet. Oh Gott. Ulki, Ulki, Ulki. Ulki, Ulki, Ulki. Und die Bobby. Das erste, was die gemacht hat, wo ich das mit den Octane gepostet habe. David M. Schulze. The only one German. Octane. Oh, schön. Oh, das ist ein schöner Himmel. Guckt euch das an. Das sieht geil aus. Dafür liebe ich dieses Spiel. Das sieht so geil aus. Wunderschön.
Ist doch so. Ich wollte schon was da. Ich wollte schon, ja. Du hast recht schreiben oder irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, David wollte auch, dass eigentlich keiner irgendwie was jetzt gegen den neuen Synchronsprecher hat, weil, übrigens, halt, wir haben ja gerade von toten Pferden gesprochen. So, Felix, hier hast du dein totes Pferd. Bitteschön. Ja, bist du jetzt zufrieden? Bitteschön. Okay, hier sind irgendwelche Leute. Was? Small Land? Hast 1A Welt und Lichtspiel. Hat sicher auch ein paar Maden drin. Aber ich finde das voll geil. Das sieht so geil aus. Vor allen Dingen mit dem Mond. Sorry, aber wunderschön. Wunderschön. Wobei Ark hat eigentlich auch einen geilen... Ja, Ark hat eigentlich auch einen geilen Himmel. So Sternhimmel, doch. Naja, egal. Also, hier gehen wir lieber nicht rein. In Scarlet Silver, weil... Ihr seht... Nicht, dass die hier auf mich draufgehen. Und das sind sehr viele Leute. Und Conan auch. Ja, stimmt. Conan hat auch richtig geiles Sternenhimmel gedönt. Du hast vollkommen recht, Mann. Aua. So, wo sind wir hier? Wir müssen eigentlich nach oben. Ja, dann gehen wir doch mal um. Ja, sagte er und rennt fast in den See rein. Was mache ich denn hier? Ich brauche die Fackel. Ja, aua, i-a. Ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut nichts. Aber hier ist ein kleiner Weg. Den reite ich jetzt nach, so. Wer auch immer das hier gelegt hat. Ein sehr schlauer Mann. Boah, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock jetzt in der Nacht hier rum zu ätzen. Und stopp. Aber wenigstens wieder morgens. So, gleich kommt Apex. Ich hatte ja gesagt, ungefähr eine Stunde. Wollen wir heute Schätze ausgraben? Ja, Ratai. Warum das allerdings immer kommt, keine Ahnung. So. Schauen wir doch einfach noch mal auf die Map, würde ich sagen. Ich glaube, ich... Nein! Nein! Ich bin ja so doof! Ich habe die verkauft. Ich wollte die... Also die eigentlich, wo wir jetzt die verfolgen, wollte ich gar nicht verkaufen. Ich wollte die alten, die wir schon haben. Ja, nice. Ich bin der Beste. Ich bin so geil. Manchmal wache ich morgens auf und dann sage ich... Nee, bleib lieber liegen. Ja, Pferd, danke. Ja, Pferd, danke. Ich Idiot, hab die Scheiße verkauft. Ich bin ja so dumm. Moment. Jetzt muss ich... mal eben was nachschauen. I think. Wir reiten jetzt nach da.
Irgendwo hier ist der Schatz. Den finden wir jetzt aber auch noch. Ja. Wenn du kannst. Ich hab das Turnier doch schon einmal gewonnen, Leute. Das gibt's doch nicht. Hier muss irgendwo... Moment. Ich kann das Herrschaftsgebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Das will ich ja auch gar nicht. Och, Heinrich. Warum verbietest du mir das? Ah, da vorne ist aber was. Ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Hä? Hier. Ja. Lass mich doch. Ich will doch nur. Hier rein. Da ist doch was. Springen. Springen. Hier ist irgendwas. Irgendwas. Hier ist doch ein altes Haus, oder bin ich blöd, Alter? What the fuck? Heinrich, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ich will hier rein. Danke. Aber willst du mich... Mein Gott, ey. Hier, ach, guck mal hier. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Sehr gut. Die Kiste können wir sogar aufmachen. Yay. Wo ist der gelbe Punkt? Da. Oh, die ist sehr schwer zu öffnen. Yay. Und wir haben... 291 Groschen. Warhorse Brigantine. Warhorse Kettenhemd. Übrigens, Warhorse ist das Studio, was das Spiel entwickelt hat. Komischerweise, ne? Also. Diese Brigantine mit Oberschenkelschutz ist ein Meisterwerk der besten Rüstungsschmiede des Kaiserreichs. Die Metallplättchen wurden auf eine dicke Schicht aus leuchtend rotem Leder genietet. Das Markenzeichen von Warhorse. Ein Ritter, der diese Brigantine trägt, ist wie jedes andere Mitglied des Warhorse-Ordens eine schillernde Erscheinung des zeitgenössischen Rittertums. Nehme ich. Oh, nee, nicht drin lassen. Nehme ich. Taschendiebstahl, ja, das nehmen wir auch natürlich mit. Oh, 77, warte mal. Ich habe mit 74. Nämlich Glückswürfel. Wenn das Glück zulächelt, lächelt zurück. Du siehst sonst verdächtig aus. Ha, das ist ein geiler Spruch. Der gefällt mir. Wenn dir das Glück zulächelt, lächelt zurück, sonst siehst du verdächtig aus. Nicht schlecht. Ein wundersames Mittel, das auf die Gelenke aufgetragen, Schmerzen lindert und gebrechlichen Menschen eines jeden Alters die Gewandtheit ihrer Jugend zurückgibt. Hä? Oh, sag jetzt nicht, dass das so eine Salbe ist, dass ich alle Stats wieder... Oh Gott, nee... Okay. Schaftstiefel werden überwiegend in gehobeneren, was gehobeneren, ja, Kreisen getragen. Sie dienen jenen als Reitstiefel, die sich ein Pferd leisten. Oh, Alter. Die sich ein Pferd leisten können und besteht für gewöhnlich aus
hochwertigen Material. Okay. Ja, nimm mal alles mit, würde ich sagen. Auch wieder überfüllt sind wir wieder. Aber das ist egal. Was war das? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Wir sind jetzt eine Stunde drüber. Ich wechsle jetzt zu Apex. Lol. Ich muss nur kurz mal eben den Weg wiederfinden. Lol. Ja, ja. Weg, wo bist du? Ich glaube, ich werde den Weg heute nicht mehr finden. Wisst ihr was? Wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich speichere. Oder geht das hier morgen weiter? Und jetzt gleich gibt's Apex. Also bis gleich. Und schön dranbleiben. Bis gleich.